have seen you here before. Not a coincidence, I'm sure. Tata! Trommelwirbel, es geht los, Mädels. Da ist es, das Blind Date Sommerbrise. Ein Kleid aus Jersey genäht, genauer gesagt aus Ringel-Jersey genäht. Ich liebe ja Ringel. Ich hoffe, du magst Ringel genauso wie wir. Das Kleid hat oben eine Passe, optionale Seitennahtaschen und einen optionalen Tunnelzug. Mit dem Tunnelzug kannst du das Kleid auf Taille bringen oder aber auch, wenn du den Tunnelzug nicht magst, ganz einfach nach unten fallen lassen. Wir haben uns gedacht, Sommerbrise ist ein Kleid für den Sommer, für den Strand, für den Urlaub, für die Freizeit. Aber sicherlich kannst du es auch im Büro tragen, wenn du nicht gerade beim Notar arbeitest. In diesem Sinne, ich hoffe, es gefällt dir so gut wie uns. Und jetzt geht's los mit dem Nähen. Los geht's mit dem ersten Arbeitsschritt, dem Zuschneiden. Beim Zuschneiden gibt es ein paar winzige Kleinigkeiten zu beachten, die möchte ich euch jetzt zeigen. Als erstes die Taschenbeutel, davon brauchen wir 4 Stück, wer Taschen nähen möchte. Die Taschen sind optional, ich finde Taschen aber mega praktisch, weil ich brauche immer ein Taschentuch, ich habe immer ein Labello griffbereit und dafür brauche ich die Taschen. Die werden 2x2 gegengleich zugeschnitten. Zu beachten ist beim Zuschneiden, dass ihr diese Knipse hier oben und hier unten macht, weil beim Kleitern sind auch diese Knipse und die werden dann deckungsgleich übereinander gesteckt, damit ihr gleich die Position findet, wo die Taschenbeutel dann an die Seitennaht genäht werden. Dann geht es weiter mit dem Vorder- und Rückenteil. Das wird jeweils einmal im Stoffbruch zugeschnitten. Ich mache mir bei beiden Teilen, also beim Vorder- und beim Rückenteil, immer hier so einen Knips. Bei der vorderen und hinteren Mitte. Auch dieser Knips erleichtert mir dann das Annähen von der Passe, die ja jetzt hier oben noch hinkommt. Und auch hier, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Knipse von der Position von den Taschenbeuteln machen. Hier. Das gleiche macht ihr jetzt beim Vorderteil, also auch die vordere Mitte wieder markieren mit einem kleinen Knips und die Knipse für den Taschenbeutel und den Tunnelzug hier an der Seite markieren. Des Weiteren brauchen wir ja die Passen im Unistoff. Einmal die vordere Passe und die hintere Passe. Bei den Passen sind 2 Ausschnittvarianten, ein etwas engerer Ausschnitt und ein etwas weiterer Ausschnitt. Ich habe jetzt den engeren Ausschnitt zugeschnitten. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber ich bin eher jemand, der einen weiten Ausschnitt mag. Deswegen schneide ich mir jetzt hier an der Kante noch den weiteren Ausschnitt zu, bei der vorderen und auch bei der hinteren Passe. Und wie auch schon beim Vorder- und beim Rückenteil markiere ich mir hier unten die vordere Mitte und auch dann hier oben die vordere Mitte, dass ich da einfach eine Passmarkierung habe und mich dann wieder leichter tue, wenn ich an die Passe des Rücken- oder Vorderteil nähe, beziehungsweise hier oben dann den Halsausschnitt fertig nähen möchte mit dem Schrägband. Was ich jetzt noch nicht zugeschnitten habe, ist das gerade erwähnte Band hier oben, also dieses Einfassband, weil ich nicht weiß, mache ich es in diesem
Uni-Ton oder mache ich es aus diesem geringelten Ton? Das werde ich nachher, erst wenn ich soweit bin, mal anhalten, mal gucken, wie es mir dann besser gefällt. Deswegen warte ich da noch mit dem Zuschneiden und genauso auch mit dem Tunnel. Bei dem Tunnel weiß ich nämlich nicht, ob ich den dann auch aus dem unifarbenen Stoff haben möchte oder ob ich den Tunnel auch so die Streifen mir zuschneide, wenn ich es denn mit Streifen mache, oder aber die Streifen aus dem Fadenlauf drehe und die Streifen dann so senkrecht verlaufen lasse. Und weil ich das noch gar nicht weiß, das möchte ich dann eben erst, wenn es soweit ist, mal testen, mal anhalten, habe ich die im Augenblick noch nicht zugeschnitten. Falls ihr das auch so machen wollt oder euch nicht sicher seid, wie ihr es denn gerne hättet. Aber das sind jetzt wirklich gestalterische Sachen, Geschmackssachen. Ihr könnt auch gleich alles zuschneiden, aber ich weiß es gerade nicht. So, also ich schneide jetzt hier erstmal noch den Ausschnitt ein bisschen weiter und dann geht's weiter. Jetzt geht's weiter mit dem Nähen. Genauer gesagt nähen wir jetzt die schulterpassenden Teile an die Kleiderteile. Dabei ist nur zu beachten, dass ihr die hintere Passe an das hintere Kleid näht und die vordere Passe an das vordere Kleid. Zur Erleichterung des genauen Ansteckens habe ich mir sowohl bei den Passen als auch bei den Kleidteilen die hintere bzw. vordere Mitte mit einer Stecknadel markiert. Man kann aber auch einen kleinen Knips machen. Mit der rechten Seite nach oben. Das ist jetzt das vordere Kleidteil. Das erkennt man daran, dass dieser Bogen, dieser Ausschnitt wesentlich tiefer ist als beim Rückenteil. Die vordere Mitte vom Passenteil kommt an die vordere Mitte vom Kleidteil. Rechts auf rechts natürlich. Und jetzt hier noch ein Clips oder eine Nadel rein. Und dann wird die Naht mit 7 mm Nahtzugabe geschlossen. Oder mit der Overlock. Da ist ja die Nahtbreite in etwa 7 mm. Dann geht es in einem Rutsch. Wer keine Overlock zur Verfügung hat, der kann es natürlich auch mit der normalen Haushaltsnähmaschine nähen. Dann bitte einen Fake-Overlock-Stich hernehmen oder aber mit einem leichten Zickzack-Stich, aber wirklich mit einem ganz leichten Zickzack-Stich, eine Naht nähen und dann danach die Schnittkanten mit einem Versäuberungsstich oder mit einem etwas größeren Zickzack-Stich versäubern. Der Arbeitsschritt beim Vorder- oder beim Rückenkleid ist genau derselbe, also jetzt die Passe bei beiden Teilen annähen. Wenn ihr das angenäht habt, wird die Nahtzugabe gleich nach unten gebügelt Richtung Rockteil. So schaut es jetzt aus. Soweit sind wir. Die Schulterpassenteile sind an die Rockteile angenäht und die Nahtzugabe schon nach unten umgebügelt. Weiter geht's jetzt mit den Taschenbeuteln. Wer mag, macht die Taschenbeutel jetzt mit mir zusammen. Und wer nicht, der spult bis zum nächsten Arbeitsschritt nach vorne. Als erstes sucht ihr euch die Position, wo der Taschenbeutel hinkommt. Und dafür habt ihr ja diese Knipse gemacht. Das ist bei mir einmal hier und einmal hier. Die Taschenbeutel jetzt rechts auf rechts mit den Knipsen auf die Knipse vom Kleidteil stecken. Zack. Und zack. Jetzt wird der Taschenbeutel angenäht mit der Overlock ca. 5 cm über dem Taschenbeutel damit beginnen und ca. 5 cm unterhalb des Taschenbeutels die Naht beenden. Mit der Haushaltsnähmaschine von Taschenbeutelkante zu Taschenbeutelkante mit einem
Geradstich, den Taschenbeutel annähen und dann wie bei der Oberlock etwas oberhalb von der Taschenbeutelkante die Versäuberung beginnen und etwas unterhalb vom Taschenbeutel mit dem Versäuberungsstich wieder aufhören. Hier seht ihr jetzt meinen Taschenbeutel mit der Overlock angenäht und zur Seite gebügelt. Und beim hinteren Taschenbeutel, aber wirklich nur beim hinteren Taschenbeutel, diesen Taschenbeutel auf die Nahtzugabe mit 3 mm Abstand festnähen. So, und jetzt wird auch schon das Vorderkleid mit dem hinteren Kleid verbunden. Dazu legt ihr alles rechts auf rechts übereinander an den Seitennähten. Da ist es jetzt ein bisschen wichtig, das gründlich hier festzustecken an den Taschenbeuteln, damit eben diese Ansatznaht von den Taschenbeuteln im Inneren verschwindet. Deswegen nehme ich da auch wieder Stecknadeln her und stecke das jetzt wirklich ganz exakt übereinander. An der Overlockkante, Nahtkante genau ein und schau dann auch hinten, ob sie genau an der Nahtkante wieder rauskommt. Wer mit der normalen Nähmaschine genäht hat, muss genau die Naht übereinander stecken. Also nicht die Versäuberungsnaht, sondern die Taschenansatznaht übereinander stecken. Also wirklich kontrollieren, vorne einstechen, dass es hinten genau da auch rauskommt. Und genau das gleiche macht ihr jetzt unten am Taschenbeutel nochmal. Mit der Nadel einstechen, an der Kante von der Overlocknaht oder eben an der normalen Naht mit der Hausarztnähmaschine. Und auf der Rückseite kontrollieren, dass das wirklich deckungsgleich übereinander kommt. Also die Kante von der Overlocknaht bzw. die Naht von der Haushaltsnähmaschine. Also das ist wirklich wichtig, damit die Taschenansatznaht dann in der Seitennaht verschwindet und nicht so ein kleines bisschen rausschaut. Das wollen wir nämlich nicht. Jetzt werden die Seitennähte noch zusammengesteckt. Darauf achten, wenn ihr richtig zugeschnitten habt, dass die Streifen übereinander passen. Und dann wird die Seitennaht in einem Rutsch zusammengenäht. Beginnend bei den Ärmeln, über die Taschenbeutel hinweg und dann weiter zum Rockteil bis zum Saum. Bevor ihr jetzt wie wild anfangt zu nähen, bleibt noch eine Weile dran, schaut euch die nächsten Sequenzen an, weil jetzt zeige ich euch nochmal wirklich im Detail, wie ich das meine mit den Taschenbeutel annähen. Vor allem die Mädels, die das mit der Overlock machen, da zeige ich es direkt bei mir an meiner Overlock, wie ich das mache. Ich nehme euch quasi mit, ihr könnt mir auf die Hände schauen. Weil ich kann mir vorstellen, dass einige von euch Mädels gar nicht wissen, wie ihr unten beim Taschenbeutel da in diesen Zwickel reinkommt, ohne dass ihr mit dem Messer dann das Rockteil vom Kleid quasi zerschnippelt. Also bleibt dran, schaut euch das an und dann könnt ihr selber loslegen mit dem Nähen. Jetzt würde ich den Overlocknäherinnen einen Nähtipp ganz besonders ans Herz legen. Alle, die mit der Overlock nähen, ausschließlich oder fast ausschließlich mit der Overlock nähen, die sollen jetzt bitte ihre Overlock mal stehen lassen, mal ruhen lassen und die nächsten zwei Hilfsnähte mit der normalen Nähmaschine nähen, damit an den Taschenbeutel ansetzen nichts verrutscht. Ihr fangt oben, wo ihr mit der Overlocknaht begonnen habt, an zu nähen, direkt an der Overlocknahtkante entlang, bis dahin, wo ihr die Stecknadel gesteckt habt, dort dann das Nähgut wenden und weiter über die Overlocknaht im rechten Winkel ein paar Zentimeterchen auf dem Taschenbeutel entlang nähen. Das gleiche wird jetzt noch unten beim Taschenbeutel gemacht, also ein paar Zentimeterchen auf dem Taschenbeutel beginnen zu nähen, über die Overlock-Versäuberungsnaht drüber hinweg, dann das Nähgut wenden und ein paar Zentimeter an der Seitennaht weiter nähen.
Diese beiden Hilfsnähte dienen auch wirklich nur dazu, dass der Taschenbeutel beim Nähen mit der Overlock dann nicht verrutscht. Diejenigen, die mit der Nähmaschine nähen, die fangen jetzt beim Ärmel an, mit 7 mm Abstand hier runter zu nähen, über die Taschenbeutel hinweg, genauso wie ich es gerade erklärt habe mit den Hilfsnähten für die Overlock-Näherinnen, einmal um den Taschenbeutel herum und dann weiter runter bis zum Saum. So, und jetzt könnt ihr mir auf die Finger schauen, wie ich den Taschenbeutel mit der Overlock zusammennähe. Die Stichbreite habe ich jetzt wieder erhöht auf 7 mm und jetzt bin ich hier schon knapp oberhalb bei den Taschenbeuteln angekommen. Jetzt nähe ich über die Taschenbeutelansatznaht drüber hinweg bis zu der Kante vom Taschenbeutel. Jetzt kommen wir nämlich an den kritischen Punkt, wo das Messer ja in den Taschenbeutel einschneiden würde. Das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb müssen wir hier einen kleinen Nähtrick anwenden. Die Nadeln sollten im Nähgut stecken, also unten in der unteren Position sein, das Füßchen heben, jetzt auf der linken Seite so eine Falte legen, dass die Schnittkante quasi eine Gerade ergibt. Und jetzt nähe ich einfach an dieser Geraden weiter, rundherum um den Taschenbeutel, bis ich unten beim nächsten Zwickel angekommen bin. So, und jetzt sind wir an der nächsten kritischen Stelle, am nächsten Zwickel angekommen, wo wahrscheinlich der eine oder andere nicht weiß, wie es jetzt hier weitergeht mit dem Nähen, ohne dass das Messer in das Rockteil schneidet. Dazu wird der Stoff jetzt nach links umgeklappt und ganz langsam vorsichtig ein Stück noch weiter genäht, aber nicht in die Umbruchkante nähen. Das Messer muss so dicht wie möglich an die Overlocknaht heran. Jetzt kommt der gleiche Arbeitsgang wie oben schon. Die Nadeln sind im Nähgut wieder drin, unten. Das Füßchen heben, dann so eine Falte wieder links legen, dass jetzt wieder diese Gerade sich gebildet hat bei der Schnittkante und über diese Schnittkante drüber hinwegnähen. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis, wie man mit einer Overlock so eine Ecke, so einen Zwickel näht. So sieht es jetzt oben aus am Taschenbeutel, hier die Rundung. Dann haben wir hier einmal um den Taschenbeutel rundherum geschnippelt und dann hier unten sieht es dann so aus. So richtig schön hier in den Zwickel rein und die Nahtzugaben vom Taschenbeutel liegen auch richtig. Ich hatte ja gerade gesagt, wer die optionalen Taschenbeutel nicht nähen möchte, der soll vorspulen zum nächsten Arbeitsschritt. Jetzt ist mir nur gerade aufgefallen beim Zusammenschneiden des Videos, dass ich überhaupt nicht gefilmt habe, wie man das Kleid ohne Taschenbeutel näht, weil ich immer Taschenbeutel hingenäht habe. Aber deshalb kurz hier verbal erklärt, wie es geht. Also einfach das Vorder- und das Rückenkleid rechts auf rechts aufeinander legen. Dann vielleicht sogar die Knipse, wenn ihr sie gemacht habt, bei den Taschenbeuteln übereinander, so als kleine Passmarkierungshilfe. Und dann vom Ärmel beginnend in einem Rutsch die Seitennaht bis zum Saum unten schließen. Ich glaube, das kriegt jeder hin, auch ohne, dass ich es zeige. Nur mal jetzt so erklärt der Vollständigkeit halber, aber ich glaube, ihr kommt auch so damit zurecht. Und dann geht es weiter im nächsten Arbeitsschritt. Wenn wir jetzt schon die Seitennähte geschlossen haben, nähen wir auch gleich noch die Schulternähte mit zusammen. Ich würde hier oben bei der Passe eine Hilfsnaht wieder machen, damit die Passennähte wirklich deckungsgleich übereinander treffen und beim Zusammennähen mit der Overlock nicht verrutschen. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit. Die Passe ist dran und die Seitennähte sind geschlossen. Ich habe jetzt, damit ich mich leichter tue fürs Video, aus dem Kleid ein Shirt gemacht.
Wer nach dem Kleidnähen sich in das Oberteil verliebt, der kann natürlich sehr gerne auch den Rock einfach weglassen und dann sich ein Shirt daraus nähen. Also wie gesagt, ich habe es jetzt gekürzt, damit ich jetzt die folgenden Arbeitsschritte euch hier besser zeigen kann, als wenn da unten noch der lange Rock vom Kleid dranhängen würde. Der nächste Arbeitsschritt ist hier oben den Hals versäubern. Beim Schnittmuster sind ja zwei verschiedene Halsvarianten dabei. Einmal der etwas engere Halsausschnitt oder der etwas weitere, naja, fast ein U-Boot-Ausschnitt. Dazu brauchen wir das Band. Da hatte ich ja ganz am Anfang beim Zuschneiden gesagt, dass ich mir noch nicht sicher bin, welche Farbe ich denn nehmen möchte, ob ich wirklich das Rot nehmen wie die Passe oder den geringelten Stoff. Ich habe mich jetzt wirklich für das Rot entschieden, dann wird es nicht nochmal so unterbrochen, nicht nochmal so irgendwie akzentuiert, als wenn das jetzt hier so ein weißer Streifen wäre. Jetzt geht's los. Ihr habt den Streifen zugeschnitten, der wird jetzt logischerweise zum Ring geschlossen. Jetzt einfach hier die kleine Kante zusammennähen, entweder mit der Overlock oder mit der Nähmaschine. Ich mache es mit der Nähmaschine, weil ich kann dann die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ich habe den Halsstreifen jetzt zum Ring geschlossen mit der normalen Haushaltsnähmaschine und da geht im Übrigen ganz normaler Geradstich, der muss nicht dehnbar sein, also kein Zickzackstich, weil die Naht in die Richtung ja nicht dehnbar ist. Also da ist wirklich ein ganz normaler Geradstich, geht da auch. So, jetzt würde ich den Streifen noch in Viertel einteilen, damit es beim Nähen dann leichter ist mit dem Andehnen. Deshalb habe ich jetzt hier die Naht auf der einen Seite, auf der anderen Seite mache ich mir jetzt diese Markierung, entweder ein Knips oder mit einer Stecknadel. Die Stecknadel lege ich jetzt über die Naht und habe dann auf der linken und auf der rechten Seite jeweils die nächste Markierung. Und diese Markierungen, diese Viertel, die haben wir auch gleich bei dem Oberteil. So, was haben wir denn hier? Einmal die Schultern. Die lege ich jetzt übereinander, jetzt hier vorne eine Markierung, hier hinten eine Markierung, die zwei Nadeln übereinander und jetzt hier. So. Das ist jetzt nämlich nicht bei der Schulter, sondern ein bisschen versetzt, also das Viertel sozusagen. Und jetzt werden eben an diese Stecknadeln, Stecknadel an Stecknadeln, der Streifen genäht. Rechts auf rechts, hinten kommt die Naht hin. So. Jetzt wundern sich vielleicht einige, die noch nie ein Bündchen angenäht haben, ein Halsbündchen, dass das Bündchen ja viel kürzer ist als der Ausschnitt. Das soll so sein, weil wenn man das jetzt nämlich annäht und dann dreht sich das so rum, dann ist ja diese Umbruchkante, die Strecke kürzer als der Ausschnitt. Und damit die da nicht wellert, sondern schön flach am Dekolleté, am Ausschnitt liegt, muss das Bündchen hingedehnt werden. Jetzt haben wir es so hingesteckt und jetzt mit der Ovi oder mit der normalen Nähmaschine, jetzt aber bitte mit einem dehnbaren Stich, das Bündchen einmal rundherum annähen.